machen das ganz groß. Wenn wir schon gute Sachen machen, dann machen wir es ordentlich. Und somit haben wir einfach die Leute zusammengetrommelt, eben auch von der Caritas, ob sie auch von der Idee so begeistert sind wie wir, haben sie begeistern können. Und somit ist das Ganze entstanden. Isn't it amazing how great he is? Isn't it a wonder how strong he stands above this? Isn't it amazing how bruised he got? Isn't it amazing he's a wonder? Es dient also nicht nur dazu, dass der Caritas Geld zufließt, sondern es ist auch eine sehr gute Plattform, dass sich die Musikszene in Graz, die wirklich sehr solide ist und wo man sehr, sehr gute Leute hat, sich einmal ordentlich präsentieren kann. Pretty Peter Grease me free, the thrill she didn't see her wear. Oh no, no, no. Alle Musiker sind eigentlich fast, leben fast unter der Armutsgrenze, möchte ich mal sagen. Und egal, ob man jetzt Gedichte schreibt, ob man schauspielt, ob man Musik macht, wenn man irgendwie was bieten kann und irgendwas bewirken kann damit, mit seinem Tun, dann stellt sich die Frage gar nicht, was man sich leisten kann, sondern dann macht man es einfach bedingungslos. Was mir wahnsinnig gefällt an der Geschichte heute ist, dass der Markus, also alias Gonzo, sich gedacht hat, ich stelle da was auf die Viers und das einfach zu 100% durchgesetzt hat und zu 100% erfolgreich war. Also wenn man wirklich an was glaubt und wenn man wirklich helfen will, wenn man wirklich das 100% macht, dann schafft man es. Also hat man, also er sagt keinen Scheiß, gell? Also alles, was da rauskommt, das hat Hand und Fuß. Ja, gut. Nächste Frage. Ich freue mich, wenn ich solche Möglichkeiten vorfinde, wo man erstens für die gute Sache sich engagieren kann und zweitens dann so viel Spaß hat. Das ist doch perfekt. Love, Peace and Unity, we are promote. Ganz genau, das unterschreibe ich, was er gesagt hat. Warum seid ihr heute dabei? Weil wir gute Sachen unterstützen und das war definitiv eine gute Sache heute. Yeah, man, he got so much love to give. Yeah, man,